Ich begrüße Sie sehr herzlich zum zweiten Kapitel unserer Vorlesung Limnologie. Es geht heute um verschiedene Entstehungsgeschichten stehender Gewässer, über deren Morphologie und auch verschiedene Sedimentationsprozesse. Hier sehen Sie zum einen unseren Haussee der Limnologie in Innsbruck, der Gossenköller See, welcher in Köthei liegt, wo wir eine sehr gut ausgerüstete Forschungsstation haben auf 2400 Metern, wo auch Langzeitmonitoring betrieben wird. Und dieser See gehört zu den klassischen Hochgebirgsseen, einmal als Beispiel für verschiedene Seetypen. Wie definieren wir überhaupt Seen? Es geht darum, dass Seen oder stehende Gewässer keine direkte Verbindung zum Meer haben. Sie sind natürlich sehr inselhaft auf dem Festland verteilt. Sie enthalten meist elektrolytarmes Süßwasser, Hochgebirgsseen nochmal mehr elektrolytarmer. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, wie zum Beispiel bei den Salzseen, die einen sehr hohen Salzgehalt haben können, welche jedoch nicht unbedingt vergleichbar ist mit jenem des Meeres, weil es oft andere chemische Zusammensetzungen haben kann. Der Neusiedlersee zum Beispiel wäre ein Klassiker für ein stehendes Gewässer, welcher fast als Salzsee bezeichnet wird. Bei den Seen sagen wir geologisch gesehen, dass es relativ junge Gebilde sind, die zum Teil auch eine kurze Lebensdauer haben. Und wie so ein Seebecken entstehen kann, hat natürlich verschiedene Ursachen. Das heißt, ein großer Auslöser für eine Seeentstehung sind jetzt tektonische Aktivitäten oder auch vulkanisch entstandene Seen. Dann gibt es zum Beispiel Dammseen oder auch Ausräumungsseen. Und was das genau ist, werden wir uns im Detail jetzt ansehen. Tektonische Seen ist eigentlich relativ klar. Das heißt, wir haben hier tektonische Einbrüche, Plattenverschiebungen, wobei es dann zu Verschiebungen kommt, die sich mit Wasser füllen können. Man bezeichnet dies als endogene geologische Vorgänge. Als Beispiele haben wir den Tanganyika-See, einen sehr, sehr großen See in Afrika, oder Viktoriasee, wie er genannt wird, der Baikalsee, der der tiefste Binnensee ist mit ungefähr 1600 Meter Tiefe, ist auch sehr interessant für die Evolutionsökologie anhand der Sedimente, beziehungsweise, was viele nicht wissen, auch der Neusiedlersee. Neusiedlersee ist genauso tektonisch entstanden. Hier haben Sie noch eine Grafik, wie man sich sowas vorstellen kann. Die Platten verschieben sich, füllen sich mit Wasser auf. Und hier dieses Beispiel am Victoria- oder Tanganyika-See in Tansania, wie solche Seen dann aussehen können. Der Victoria-See ist unter anderem auch der zweittiefste See mit ungefähr 1436 Metern. Dann jene Seen, die durch vulkanische Aktivität entstanden sind, bezeichnen wir als Kraterseen. Das heißt, ein Vulkan, welcher ausbricht, irgendwann erlöscht, kann sich dann mit Wasser auffüllen. Was oft auch spannend ist für die Mikrobiologie, weil wir hier sehr viele extremophile Mikroorganismen finden, anhand des Gesteins, welches oft mit sehr viel Schwefel versetzt ist, also zum Teil auch Archaebakterien, welche hier zu finden sind. Beziehungsweise gibt es hier auch die sogenannten Mare, das sind dann Explosionstrichter von vulkanogenen Aktivitäten, welche mit Wasser gefüllt sind. Das Besondere daran ist, dass sie fast kreisrund sind und sie haben auch eine beachtliche Tiefe. Ein sehr klassisches Gebiet bei uns in Europa, in der Westeifel, wo man ca. 60 derartige Mare finden kann, also ein ehemaliges Vulkangebiet. Hier als Grafik, wie man sich das vorstellen kann, der Kratersee, welcher praktisch noch als Berg besteht, wo praktisch die Bergspitze abgetragen worden ist durch diese vulkanogene Tätigkeit und dann mit Wasser gefüllt wird. Der Marsee, eben ein Explosionstrichter, welcher sich dann mit Wasser füllt. Beziehungsweise kann man dann auch von kleineren Stauseen sprechen, wenn die Lava dann diese Wasserströme abblockt und somit wieder ein neues Gewässer bildet. Hier sehen Sie noch einige Bilder dazu, was zu dem Gesagten recht auffällig dazu passt. Diese kreisrunden
Oberflächen von den Marseen, wie zum Beispiel Dasenal in Frankreich oder die Winzborn, wie gesagt in der Eifel, wo es ca. 60 dieser Marseen gibt, beziehungsweise diese Vulkanseen wie der Pinatubo, der recht bekannt ist auf den Philippinen. Und hier sieht man auch an der Färbung, dass das schon eher außergewöhnliche Seen sind, die auch eine sehr spezielle Mikrobiologie aufweisen. Oder auch der Cerro Bonete in Argentinien. Weitere Seen, die Dammseen zum Beispiel, welche sehr klassisch sind für unsere Gegend hier in den Alpen, die sind exogen entstanden, das heißt meistens durch Gletscher, wo Gletscher ein Tal ausgeschürft haben, Seitenmoränen blocken wieder etwas ab, zum Beispiel ein Tal wird abgeriegelt, so wird Wasser aufgestaut und es bildet sich ein See. Es kann auch eben durch Lavaströme entstehen oder durch Bergstürze, und bei uns in Tirol ein klassisches Beispiel für eine Entstehung durch einen Bergsturz ist der Bitburger See, ebenfalls einer unserer Hausseen von Innsbruck, wo seit den 70er Jahren sehr intensive Forschung betrieben wird. Der Gardasee, den die meisten auch kennen, auch als Freizeitsee in der Nähe von den Tirolern, ist eben der Gardasee, der durch eine Gletscherausschürfung entstanden ist. Hier ein Luftbild von diesen Seen am Südalpenrand. Man sieht hier am rechten Rand den Gardasee. Lago Maggiore zum Beispiel ist auch ein See, der so entstanden sind, eben diese Nord-Süd-Ausrichtung aufweisen. Hier nochmals als Grafik, da gehört es auch der Iseo-See dazu, Idro-See oder auch der Como-See zum Beispiel. Seen, welche auch sehr bekannt sind, die großen Seen, die liegen zum Teil sogar unter dem Meeresspiegel, wie Lake Ontario in Nordamerika oder Lake Michigan, Lake Superior. Das sind eben sehr große Wasserkörper. Ausräumungsseen haben ebenfalls mit Gletscheraktivitäten zu tun oder auch mit Erosionen. Das heißt, diese sind durch exogene geologische Vorgänge entstanden. Das heißt, meistens in vergletscherten Gebieten beziehungsweise durch eine glaziale Erosion dann generiert, wie klassischerweise bei uns im Gebirge die Karseen oder auch Talseen, die am Alpenrand sehr häufig vorkommen. Beziehungsweise ein klassisches Beispiel sind auch diese Toteisseen, das heißt, wenn ein großer Eisblock von einem Gletscher abgetrennt wird, irgendwo in einer Senke dann liegen bleibt, langsam schmilzt und sich diese Senke mit Wasser auffüllt, das nennt man dann einen sogenannten Toteissee. Die Kettle Lakes, die man speziell in Schottland findet, sind Beispiele für diese sogenannten Toteisseen, das heißt eben, wo diese Blöcke langsam abschmelzen und relativ flache Becken mit Wasser auffüllen. Und diese Kettle Lakes oder Kettle Holes, je nach der Tiefe des Sees, findet man im schottischen Hochland zum Beispiel. Dies ist die älteste Darstellung, die wir haben in den Alpen von einem Gletschersee. Das stammt von 1601. Und man sieht hier sehr gut an diesem Bildnis am Fernakt ferner, wie das Eis wirklich ein Becken absolut stauen kann und somit einen neuen See bilden kann. Fernakt ferner im Rofental. Und so passiert es natürlich auch heute noch, beziehungsweise gibt es in den letzten Jahren Unmengen von neuen Seen, die entstanden sind durch den Gletscherrückzug, die anfangs noch sehr, sehr trüb sind durch diese mitgeführte Gletschermilch. Das heißt, dieses stark zermahlene Gestein, welches der Gletscher mitbringt. Und wenn der Gletscher sich weiter zurückzieht und der See langsam die Verbindung verliert zum Gletscher, dann klaren sich diese Seen langsam auf. Und dies hat natürlich wieder völlig andere Sukzession von Organismen zur Folge, was jetzt für Limnologen sehr spannend ist, das über die Jahre zu verfolgen. Ungewöhnliche Seen, die vielleicht weniger als Seen erkennbar sind, sind diese Abtrennungen durch Meanderschleifen. Da
Das heißt auch sehr starke Aktivitäten durch Erosion. Das heißt, ein Fluss schüttet immer mehr Material auf und irgendwann kann sich dieser Fluss dann abtrennen zu einer kleinen Schleife. Und das findet man zum Beispiel so im Grenzgebiet in Norddeutschland, auch zu Polen, bei den Detterower Seen. Ein großes oder ein Beispiel für einen extrem großen See ist in China zu finden, Taihu. Übersetzt heißt Taihu auch großer See. Und von diesem See sind jetzt zum Beispiel 5-mal mehr Leute abhängig, als in Österreich überhaupt leben. Das heißt, sie leben von dessen Trinkwasser. Hier noch ein Luftbild, der am Yangtze-Fluss liegt. Aber wenn man sich dieses kleine Bild im Eck ansieht, dann sieht man schon die Problematik von diesen großen Seen, die zum Teil sehr stark eutrophiert sind. Das heißt, sie haben einen extrem hohen Nährstoffgehalt, was zu einer starken Veralgung führt und natürlich auch zu einer extremen Problematik bei der Trinkwasserversorgung.